So, der David Wild ist wieder da. So schnell kann es gehen. Der Frederik ist gekommen und wir werden ihm natürlich die Bühne hier überlassen, damit er hier performen kann. Das hatten wir auch noch nie, das ist aber wurscht. Wir hatten jetzt eine ganz lange Pause und jetzt kommt Frederik. Bitte komm auf die Bühne. Ich freue mich total, dass du hier bist. Hallo, Entschuldigung für die Verspätung. So, heute möchte ich über Weihnachten sprechen. Es ist ja die Zeit der Liebe zum Nächsten. Solange der Nächste nicht derselbe Plasma-Bildschirm will, der um 50% ermäßigt ist und leider derselbe und der Letzte von dem Geschäft ist. Dann spricht man von Liebe zum Übernächsten. Das heißt, der Nächste ist ein Volltrottel. Aber sicher, der Übernächste, den mag ich schon. Denn der ist cool. Also eben, Weihnachten dann Geschenke. Und es gibt ein ganz wichtiges Thema, das ich jetzt wirklich jetzt erwähnen möchte. Das sind, wer bringt die Geschenke? Das ist noch sehr umstritten. Es gibt verschiedene Parteien. Einige sagen das Christkindl. Andere sagen der Weihnachtsmann oder Santa Claus. Andere sagen Amazon. Schauen wir mal. Also das Christkind, fangen wir mit der österreichischen Tradition an. Ein Kind. Und er muss alle Häuser mit Geschenke bedienen. Ich meine, nur in Österreich gibt es 3,7 Millionen Haushalte. Das heißt, das Kind, wenn wir denken, die Nacht fängt um 22 Uhr, und endet um 9 Uhr in der Früh. Das Kind muss 93,6 Haushalten pro Sekunde bedienen. Es war eine Sekunde jetzt. Noch eine. Und das waren jedes Mal 93,7 Haushalten. Also da muss das Kind nicht nur heilig sein, sondern auch eilig. Zweite Möglichkeit, das ist der Weihnachtsmann oder Santa Claus. Also das ist auch eine interessante Tradition. Ein Mann macht die Arbeit für alle anderen, während wir Krise haben, Arbeitslosigkeit, und dieser Mann sollte seit langer Zeit in Pension sein. Noch eine schöne Tradition. Und wie macht er das? Mit einem Schlitten mit Rentieren. Wie willst du, dass die Kinder das glauben? Ich meine, das Glaubwürdigste ist noch Amazon eigentlich. Aber wie willst du die Kinder überzeugen? Ja, morgen kommt Amazon. Das ist immer schön. Freu dich. Aber diese Argumentation ist eigentlich nicht fertig. Ich brauche Leute, die das halten. Kannst du auch halten? Diese eine Seite. Ich habe einen Vergleich gemacht von den verschiedenen Möglichkeiten. Bitte so, ja genau, so es geht, ja? Also, von der Schnelligkeit, das Christkind braucht 6 Schritte, weil es ist ja ein Kind, wo ich 2 Schritte brauche. Also wie kann er schnell sein? Santa Claus braucht so viel Zeit für einen Schritt, als ich für 6 Schritte. Und Amazon ist ja urschnell, solange seine Angestellte nicht im Krankenstand sind, das heißt was immer. Die Kapazität jetzt des jeweiligen Geschenks bringe. Also für ein Kind ein Geschenk in jede Hand, möglichst klein und leicht, weil das ist ein Kind. Santa Claus, ein Schlitter mit Anhänger, also möglich keine zerbrechlichen Geschenke, weil das kann ja surfen, haben Amazon, unbegrenzt, solange die Angestellten nicht im Krankenstand sind, ja, das ist ja dasselbe. Die Zuverlässigkeit, das Christkind, ja, der kann die Briefe noch nicht lesen, also er bringt einfach irgendwas. Santa Claus kann die Briefe nicht mehr lesen, bringt auch also irgendwas. Und Amazon, wenn es einen Fehler gibt, dann bist du falsch und denk nicht dran, dein Geld wieder zu sehen. Also musst du deinen Brief schon richtig schreiben. Glaubwürdigkeit, naja, das Christkind, das ist immer bei 0%. Natürlich, wie willst du es ja glauben, dass das Kind da alle Leute Geschenke bringt. Santa Claus, das ist immer bei minus 1984, das ist mein Geburtsjahr. Und Amazon 99% inklusive Lieferung, aber ohne Kreditkartengebühren, natürlich. Und
dann das Christkind, ja, für die Konklusion, er mag mal eine Konklusion machen, weil das Christkind besser warten, dass er endlich groß wird oder dass er in China eine Ausbildung macht, da wird er vielleicht schneller. Santa Claus, besser warten, nur dass er endlich stirbt, weil da gibt es keine andere Möglichkeit. Und Amazon, besser nicht warten, dass sie das Geld zurückzahlen. Ich danke meine Trägerinnen. Deswegen müssen wir das einfach besser machen. Die Kinder, die wollen etwas, das ihnen gefällt. Was wollen die Kinder? Die Kinder wollen erstaunt sein, wollen. Also deswegen haben wir, das ist alles ein bisschen improvisiert, ich sage es euch voraus, ja. Die Kinder, ja, für die Kinder, aber nicht nur für die Kinder, es könnte sein, dass Weihnachtsmädel, eine 25-jährige alte, so blondes Mädel mit rotes Bikini, das würde sogar dem Vetter gefallen. Ich stelle mich schon vor, Chéri, was machst du um 3 der Nacht beim Kamin? Ja, ich wollte nur schauen, ob alles in Ordnung ist bei den... Ja, ja, natürlich wartet er auf den Weihnachtsmädel. Also da würden die Väter auch dran glauben. Und, Mensch, wo ist das? Genau, mehr Erfolg hätte noch die Krampusfrau, vor allem bei masochistischen Männern, das heißt alle verheirateten Männern. Aber eigentlich die Wahrheit ist so, die echte Geschenksbringer, das sind die Weihnachtseltern. Die sind zu zweit oder auch nicht. Die Frau arbeitet, aber auch nicht. Der Mann arbeitet, aber auch nicht. Sie haben manchmal Geld, aber meistens auch nicht. Und das ist, und ja genau, nichts Magisches, also obwohl sie jeden Monat einen Wunder brauchen, um nicht pleite zu werden. Nicht magisch, aber da voll glaubwürdig. Und das war der ein bisschen wackelige Teil des Textes. Jetzt werden wir über was Nettes sprechen, das sind die Geschenke. Und welche Geschenke, welche Erfahrungen wir haben, die uns positiv oder negativ waren. So, ich fange jetzt meine Liste mit das Negative an. Es gibt das Geschenk von einer Großtante, die kommt und sagt, na, wo ist der Kleine? Ich habe ein Geschenk für ihn. Ein Buch über Dinosaurier. Ja, die hat mich das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen. Damals habe ich Dinosaurier gemocht, aber jetzt nicht mehr. Zweite Möglichkeit, ein Handy. Nein. Zweite Möglichkeit, das Geschenk von deiner Schwester. So 2 Plätze für ein Konzert von Nena. Eigentlich will sie das, aber sie hat es dir geschenkt. Sie sieht dein Gesichtsausdruck und sagt, ja, wenn du das nicht willst, ich kann es doch nehmen. Schokolade. Was ist das für ein Geschenk, Schokolade? Wenn du Schokolade bekommst, schauen dich alle Leute so an und sagen, ah, du hast Schokolade bekommen, das schaut gut aus. Ja, ja, ihr könnt alle davon haben. Ihr kennt das, ja, ihr kriegt das. Und das ist diese Momente, wo alle Leute so schauen, die Zeit bleibt stehen. Du bist so mit einer Schokolade, eigentlich ist es für mich. Ja, wäre wie ein Stück. Und am Ende haben alle Schokolade gegessen, nur nicht du. Dritte Erfahrung, genau. Wir haben alle essbare Geschenke mit dem Kommentar. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es schaut gut aus. Wie willst du machen? Ja, willst du probieren? Es gibt noch das Geschenk, das du bekommst, du öffnest, du nimmst das und du hast keine Ahnung, wozu das dienen soll. Schön. Danke. Genau das, was ich wollte. Was ist das? Meistens braucht man das überhaupt nicht. Und, ah ja, das Geschenk, meistens Kleidungsstücke, wo die Person dir sagt, ja, das, ich habe gedacht, das passt dir ganz genau. Das bist du. Da siehst du das Ding und denkst, das
bin ich? Sind wir Freunde oder was? Und solche Leute nennen sich eben Freunde. Kann man sich fragen, warum? So, es war schön mit euch zu plaudern. Ich muss auch ein Bildschirm kaufen, deswegen werde ich jetzt einkaufen gehen. Ja, es ist fertig. Ja? Darf man was fragen? Ja. Ich wollte dazu nur sagen, wir waren ein cooles Weihnachtsgeschenk. Weil mein Vater hat vergessen, wie alt ich bin. Und ich habe irgendwann mal ein Auto, ein Polizeiauto bekommen. Und ich war schon über 10 Jahre alt. Und ich habe mich gefunden, dass mein Vater denkt, dass ich kein Kind bin. Aber ich war damals kein Kind mehr. Das war auch passiert. Da war noch ein guter Teil, um anzuschließen. Ich hatte auch eine Liste von alle positive Weihnachtsgeschenke, weil wir wollen auch nicht nur negativ sein. Also Geld. Ja, Geld.